Hallo, liebe Fußballfans, zu einer neuen Folge Abpfiff, der Sportbuzzer-Talk in den Räumen der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam, präsentiert von den Vodafone-Shops von Markus Brandt. Heute begrüßen wir bei uns Aaron Eichern, Fußball-Brandenburg-Ligisten, Ludwigsfelder FC bei uns im Studio. Aaron, schön, dass du da bist. Und an unserer Seite noch Co-Moderator Knut Gildemeister. Und ja, gucken wir auf das vergangene Wochenende. Ja, Aaron, schön erstmal, dass du da bist. Seit dieser Saison beim Ludwigsfelder FC in der Brandenburg-Liga, beim Aufsteiger. Wie waren deine ersten Monate? Du bist ja erst seit diesem Sommer da, warst vorher 3 Jahre in Werder. Sag mal erstmal vielleicht, wie dich in der neuen Truppe eingefunden hast, wie es bis jetzt läuft. Ja, also die ersten Monate waren super, ja. Ich wurde super aufgenommen von der Mannschaft. Also es ist wirklich auch ein junges Team. Es macht richtig Spaß da. Aber nicht nur die Mannschaft ist halt super, sondern auch das ganze Team herum. Also Okay, also Wechsel auf jeden Fall nicht bereut. Warst vorher 3 Jahre bei Werder, bei einem ja, etablierten Brandenburg-Ligisten. Warst du auch Stammspieler, hast immer gespielt. Wie kam dann der Wechsel nach Ludwigsfelde zum einem Aufsteiger, ja auch ein anderer Standort? Wie kam das zustande? Kennst du da irgendwie Leute noch von früher oder wie lief das im Sommer ab? ja, also war 3 Jahre in Werder, genau. Ja, in Werder hatten wir immer eigentlich so im grauen Mittelfeld der Liga haben wir gespielt, so. Und ja, da wollte man einfach mal Veränderungen haben, neues Abenteuer so mehr oder weniger. Und ich kannte halt so Paul van Humbeek, weil er halt auch bei der Sparkasse seine Ausbildung macht, so wie ich gemacht habe halt. Und daher kannte man sich und ja, hat mir das so ein bisschen schmackhaft gemacht und ja. Und deswegen dachte ich mal, ein neues Abenteuer muss auch mal sein, ne? Was Neues auswählen. Abenteuer, kommst du eigentlich aus Frankfurt oder hast du uns schon kurz erzählt, warst da auf der Sportschule, hast da immer gekickt. Dann ganz interessant war auch eine Veränderung, hat sich in den hohen Norden gezogen, haben wir in deiner Vita ein bisschen geguckt, da taucht auf einmal der FC Sylt auf, ja, kennt man jetzt hier in der Region nicht so unbedingt. Wie ist es denn auf so einer Urlaubsinsel, ja, zu kicken und da Fußball zu spielen? Wie kam es überhaupt, dass ja, ein Frankfurter Junge da hingeht? Ja, also erstmal auf dieser Insel war ich bisher noch nie, noch nicht mal zum Urlaub machen. Okay, auch nicht zum Fußballspielen, auf Und der zum Insel. Fußballspielen tatsächlich auch noch nicht, ne. Ja, war halt, wie gesagt, Frankfurt auf der Sportschule, habe da die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Bin dann zum FC Eisenhüttenstadt, jetzt heißt der Verein ja so, damals noch Stahl, gewechselt. Und da war halt Marcel Rath, der hat früher bei St. Pauli Ja. gespielt, ehemaliger Bundesligaspieler, war auch Kamst du dabei, wo die. auch im Sturm, ja, gegen Bayern damals, oder? Genau, Ja. wo die gewonnen haben gegen ja, die Bayern. Genau, und den habe ich halt gefragt, weil ich wusste, er war halt mal da oben, ob er einen Verein kennt, wo auch noch ein bisschen Ambitionen sind und so. Und da hat er mir halt gesagt, FC Sylt, das hat er damals mit gestartet, das Projekt. Die haben in der Kreisliga angefangen, Okay. haben sich aber auch nur, glaube ich, zum Spiel getroffen, haben nicht mal trainiert. Ja, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Und ja, dann hat er den Kontakt da hergestellt und dann bin ich dahin gewechselt. Wir haben 20 Minuten von Hamburg weg trainiert und 45 Minuten weg im Stadion von Itzehoe haben wir gespielt. Schleswig-Holstein-Liga, also ist halt auch die Oberliga da. Ja. Okay, also auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung und Ja, das war. auch mal mitgenommen. Auf jeden Fall auch ein neues Abenteuer. Ansonsten hast du gerade schon gesagt, arbeitest auch bei der Sparkasse hier in Potsdam, was sich dann mit dem Fußball auch ganz gut vereinbaren lässt. Und ja, mit deinem Mitbewohner zusammen, der im Fußball auch kein Unbekannter ist, Sebastian Huke, Stürmer von TB jetzt. Wie kam das zustande, dass da der Kontakt ist? Kennt ihr euch schon länger oder? Ja, also wir haben, ja, also ist mittlerweile mit bester Freund geworden, ne? Mitbewohner, Mitarbeiter, also Volle Programm. 24 Stunden am Tag, außer wenn wir beide beim Training sind. Nee, ja, also wir kennen uns seit der Ausbildung, er hat ja halt damals auch zusammen mit mir angefangen, Okay. die Ausbildung, haben halt die Ausbildung zusammen gemacht und sind dann auch jetzt in die gleiche Filiale gekommen und haben jetzt da immer noch ordentlich Spaß. Genau, und er ist jetzt so, ich wohne ja eigentlich nicht mit ihm zusammen, sondern mit jemand anders, der beim 1. FC Frankfurt spielt, ne, Florian Mattes. Und er ist jetzt so vorübergehend bei uns eingezogen. Okay. Genau, also es wird auch, da wird es dann irgendwann die Trennung geben, aber wir werden weiterhin Freunde bleiben. Das ist schön, das ist schön. Nicht ganz so gut lief es für euch am Wochenende mit dem LFC. Knut hat, glaube ich, die Statistik da. Sag mal kurz, Heimspiel gegen Oranienburg war so ein bisschen Duell Genau. der Verfolger. Duell der Verfolger, 0-3 Niederlage gegen Oranienburg. Ja, nicht so gut. Nee, ja. Rückschlag Also, oder eingeplant? na, eingeplant ist ja sowas nie, ne? Also klar ist schon ein Stück weit ein Rückschlag. Aber man muss ja trotzdem sehen, also wir sind halt ein Aufsteiger. Klar, da sind ein, zwei Leute hinzugekommen, aber ansonsten der Großteil ist halt wirklich die Mannschaft, die halt letztes Jahr aufgestiegen ist.
Oranienburg hat auch gut gespielt, aber man muss halt auch sagen, wir hatten zwei Riesenchancen, glaube ich, in den ersten 10 Minuten, wo Jeffer wirklich 2 Tore machen muss, sage ich eigentlich. Und wenn wir da 2-0 führen, ich glaube, dann haben wir auch mehr Sicherheit und dann geht das Ganze auch nochmal in eine andere Richtung vielleicht. Ja, so haben wir dann 2 dumme Gegentore gekriegt, die wir verhindern müssen, die ersten beiden, und gehen so mit 2-0 in die Halbzeit. Und dann ja, sind wir nochmal angerannt, ist schwer geworden. Der Platz war an sich eigentlich für die Witterung okay, aber es ist halt trotzdem schwierig so. Und dann machen wir halt auf, kriegen einen Konter noch rein zum 3-0. Ja, das war's dann. Ne? Ansonsten steht ihr ja gut da in der Liga, trotz der Niederlage. Zielstellung bei euch? Oben weiterhin mitstuppern? Oder? Ja, klar. Also wir sind Sportler, wir wollen immer oben mitspielen. Ne? Wir haben jetzt 8 Spiele lang nicht verloren gehabt. Also war eine super Serie. Und wie gesagt, wir wollen halt oben weiter dranbleiben. Also wir probieren jetzt dann am Freitag gegen Falkensee die nächste Serie zu starten. Okay, aber gleich vom Durchmarsch in der Oberliga, dass er nächstes Jahr gegen den Kollegen Huke vielleicht spielt, wobei, wenn der vielleicht mit TW in der Regionalliga aufsteigt, ist nicht auf die Fahnen geschrieben. Klar, nee, vorne mitspielen ist immer schöner als, im, wie du vorhin gesagt hast, grauen Mittelfeld mit Werder, aber man nimmt es mit, aber es ist jetzt kein Druck in Ludwigsfeld. Nee, also da kommt jetzt keiner und sagt, Leute, ihr müsst jetzt und so, ne? Also definitiv nicht. Also wir sollen weiterhin so Fußball spielen, machen wir auch relativ gut. Jetzt hat es mal nicht ganz so gut geklappt und genau, einfach von Spiel zu Spiel weitergucken. Ansonsten nochmal mit Blick auf Samstag, wir haben nur ein paar Bilder gesehen, wo es auch an der Außenlinie heiß herging. Hans Oertwig, dann noch der Co-Trainer von Ludwigsfelder und Volker Löwenberg, die da ja schon ein bisschen aneinander geraten sind. War viel Feuer drin im Spiel? War es jetzt unfairer als andere Spiele oder wie war da dein Eindruck? Ja, also an sich, klar, es gibt halt wie in jedem Spiel, gibt es halt Fouls und da sind vielleicht auch mal Fouls dabei, die ein bisschen rüder sind. Das war ja dann zum Beispiel eine Aktion, wo das dann so richtig eskaliert ist. Ein Oranienburger foult einen von uns, ist schon härter, kann man halt gelb geben. Aber er meinte halt wohl, dass er den Ball gespielt hat. Und ich glaube, das hat unseren Trainer dann so ein bisschen aus der Haut fahren lassen. Und ja, ich glaube, der Oranienburger Co-Trainer, der ist halt auch ein bisschen Feuer und Flamme. Ist ja, glaube ich, auch ein Südländer irgendwo her. Und ja, da geraten die dann halt aneinander. Aber es war kein überhartes Foul. Ja, aber die sind halt vielleicht auch ein bisschen vorbelastet durch die Vorgeschichte da eine Woche zuvor mit der schweren Verletzung, genau. Wo ich jetzt auch nochmal eine Lanze brechen will für meinen Kumpel Toni Wernicke, der das vorher begangen hat. Von Eisenhüttenstadt, genau, war ja, also bei uns war es ja auch im Sportbasar hoch und runter diskutiert, gehört mit dazu, ist halt Männersport und passiert mal über, wie kann man den da so umtreten und ist absichtlich. Also da sage ich auf jeden Fall, dass, also er kann und will gar keinen verletzen. Und wie gesagt, also man muss ja auch erstmal so abspringen, dass man denn da jemanden, das Schien und Wahn beim Bericht, ne? Also das glaube ich jetzt, also Absicht kann man dem da wirklich nicht unterstellen. Ja, und aber da waren die halt schon so ein bisschen vorbelastet, hat man auch am Ende dann gemerkt, wo wir eine rote Karte bekommen haben. Das war ein Foul, auch gelb, ja, keine Hektik eigentlich weiter, aber da kommen halt 1-2 Oranienburger Spieler an und fangen an zu schubsen und so weiter, kommt eine riesen Hektik dann rein, die führen 3-0, ja. Also ist eigentlich durch das dann? Ist eigentlich durch dann die Geschichte, aber wie gesagt, sind halt so vorbelastet. Und ja, er hat der Schiri ihm dann rot gegeben. Fand ich jetzt so ein bisschen überzogen, aber gut. Kann man jetzt ja eh nicht mehr ändern. Alles klar. Gut, Aaron, ja, so viel erstmal zu deiner Person und zum LFC. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiter eine erfolgreiche Saison, dass er da vorne dran bleibt, eure Punkte einfahrt und dann weiter viel Spaß habt im Waldstadion. Und gucken jetzt mal auf die Ereignisse aus den Fußballkreisen. Im Fußballkreis Havelland kam es am Wochenende der Kreis Oberliga zum Spitzenspiel. Tabellenführer Grün-Weiß-Golm empfing die Kicker vom Blau-Gelb Falkensee. Am Ende setzte sich der Gastgeber um Trainer Heino Schüler mit 3-1 durch und fügte Blau-Gelb Falkensee die erste Saisonniederlage zu. Dabei ging es für die Falkensee gut los. Nico Karau traf bereits in der 6. Minute zum 1-0. Aber am Ende dann die Grün-Weißen haben die Partie gedreht, 3-1 gewonnen, sind jetzt mit 2 Punkten Vorsprung weiter an der Tabellenspitze und ganz heißer Kandidat um den Aufstieg in die Landesklasse. Im Fußballkreis Oberhavel-Barnim gab es viele interessante Spiele am Wochenende. Das Thema, was aber alle nach wie vor erregt, ist eine Aktion, die eigentlich so gar nicht fassbar ist. Anfang November gab es nach der Kreisliga-Ostpartie zwischen Blumberg und Glienicker eine Aktion, dass ein Linienrichter einem Spieler vom SV Glienicker eine Kopfnuss verpasste, nach dem Spiel auf dem Weg in die Katakomben. Vergangene Woche gab es dann die Sportgerichtsverhandlungen. Der Schiedsrichter wurde zu 150 Euro Geldstrafe verurteilt und eine Sperre bis 24. Februar 2017. Vor allem schlagen die Gemüter jetzt hoch, weil ja, Winterpause, dementsprechend umgerechnet 5 Spiele Sperre, für viele viel zu wenig. Auch um da mal ein Zeichen zu setzen,
Wir haben ja inzwischen viel mit Spielerbrüchen etc. und so weiter, um da mal ein bisschen Herr zu werden. Für dich die Sperre gerechtfertigt oder zu wenig? Ja. Sowas schon mal erlebt vielleicht andersrum? Also erlebt habe ich es noch nicht, dass ein Schiedsrichter ausgeteilt hat. Ja, also was soll ich sagen? Also ich war jetzt nicht dabei, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es zu den ganzen Umständen halt gekommen ist, ne? Dass er da eine Kopfnuss verteilt. Ja, aber wenn es jetzt wirklich so war, dass, ja, weiß ich nicht, dann ist natürlich schon ein bisschen wenig eigentlich, ne? Also Geld weiß ich jetzt immer nicht, ob man da jetzt so hoch, aber auf jeden Fall eine längere Sperre, glaube ich, wäre da schon drin gewesen, denke ich mal, wenn es jetzt wirklich die Tatsache war, dass er da einfach unbegründet eine Kopfnuss verteilt hat. Für Energie Cottbus gab es am Wochenende gleich das zweite Brandenburg-Derby in der Regionalliga Nordost, nachdem die Mann von Trainer Klaus-Dieter Wollitz in der vergangenen Woche 3:0 gegen Babelsberg 03 gewonnen haben, kam es jetzt zum Duell gegen den FSV 63 Luckenwalde. Gäste von Trainer Ingo Nachtigall hielten mal wieder, muss man sagen, sehr gut mit, haben vor 2 Wochen nur ganz knapp beim BRK verloren mit 2:1, letzte Woche ganz knapp gegen Hertha 2 mit 0:1 und auch in der Lausitz, hielt man lange einen Punkt. Jonas Schmidt in der 41. traf nach einer Ecke zum Ausgleich. Und dann, ja, als der Punkt eigentlich schon fast eingetütet war, musste man in der 90. Minute doch noch den 1:2-Treffer hinnehmen durch Streli Mamba, der erfolgreich war. Damit die Luckenwalder erneut ohne Punktgewinn. Danach auf der Pressekonferenz gab es noch ein bisschen Stress. Klaus-Dieter Wollitz hat sich da so ein bisschen über die Spielweise von Luckenwalde aufgeregt, die wir angeblich viel auf Zeit gespielt haben und da überhaupt kein Spielfluss richtig zustande kam. Das muss ich einfach sagen, ich habe jetzt Luckenwalde, ich weiß nicht, ob gesehen, toller Torwart, aber er hat heute nur das Ziel gehabt, zu verzögern, zu verlangsamen. Wenn er verletzt ist, tut mir das unglaublich leid. Er hat zumal ein Kollege gesagt, dass viele Verletzte nur nach dem 1-2 geht alles wieder schnell. Und da muss ich einfach sagen, deswegen sind wir heute dafür belohnt. Ich wünsche den Kollegen aber trotzdem mehr das bessere Ende vielleicht in den anderen Spielen als das, was sie dann heute gehabt haben, was sie aufgrund von ihrer Einstellung und von ihrer Spielart auch dann verdient gehabt hätten. Dankeschön. Auch aus seiner Sicht vielleicht, wenn man sowas dann auf der Pressekonferenz, hat auch dann dem Torwart Robert Petereit irgendwie vorgeworfen, dass er mit Krämpfen da lag und das alles ein bisschen rausgezögert hat. Ein taktisches Mittel, was man gerade so als kleinerer Verein auch mal machen kann oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal überlegt, glaube ich, Luckenwalde, die stemmen da die Regionalliga mit, glaube ich, eher kleineren Mitteln. Vielleicht zu Cottbus erst recht, ja, definitiv. Wenn man gerade im Vergleich zu Cottbus sieht, die haben da bestimmt Profibedingungen, wovon mancher Drittliga-Club wahrscheinlich träumt, ja. Also von daher aller Ehren wert, denn, dass sie dann auch bis zur 90. gleich durchhalten. Klar, ist blöd, wenn sie dann noch eins reinkriegen, ne? Aber es ist halt ein probates Mittel, dass man dann da halt auf Zeit spielt. Ich denke auch, also im Endeffekt braucht jeder seine eigene Taktik, um irgendwie zum Erfolg zu kommen. Also wenn Wollitz gegen Bayern München spielt mit Cottbus, also ich... würde das wahrscheinlich genauso machen. Ich glaube, der macht das auch. Werden wir immer vorschlagen. Ja. Ja, am Ende jeweils Luckenwalde ohne Punkt und weiter auf dem drittletzten Tabellenplatz mit 11 Punkten. Aber ich denke mal noch gut im Rennen, im Kampf um den Klassenerhalt. Die Enttäuschung natürlich groß, weil ich glaube, das ganze Auftreten heute unseres kleinen Vereins, der hat schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch ordentlich Fußball zu spielen. Und wir hätten heute vielleicht aus meiner Sicht auch einen Punkt verdient gehabt. Cottbus hat sich heute sehr schwer getan und deswegen ja, ist es für uns ein Bitter. In der Landesliga Nord erwischte es am Wochenende den SSV Einheit Perleberg nach 4 Siegen am Stück mal wieder Niederlage und die gleich richtig happig. 10:0 unterlagen sie beim Aufsteiger Blau-Weiß Energie Prenzlau. Bereits zur Halbzeit führte der Aufsteiger mit 6:0. In der zweiten Halbzeit dann ab der 60. Minute Prenzlau sogar nur mit 10 Mann, was sie allerdings nicht daran hinderte, weiterhin das Torverhältnis nach oben zu schrauben. Am Ende 10:0 für Prenzlau. 4-mal traf Stefan Bethke, 3-mal Barandowski. In der Landesliga der Frauen kam es am Wochenende zur zweiten Saisonniederlage vom SV Babelsberg 03. Mannschaft von Trainer Stefan Weidner unterlag 0:2 bei Force Borgsdorf. Überraschendes Ergebnis, Borgsdorf kam bislang noch nicht so gut in die Saison, waren letztes Jahr auch lange vorne mit dabei. Aber am Wochenende behielten sie zu Hause die Oberhand. Franziska Pötsch und Larissa Glink waren erfolgreich und besiegelten damit die zweite Saisonpleite von 03, die damit jetzt auf Tabellenplatz 3 abgerutscht sind. Tabellenführer weiterhin SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen. Wird noch eine spannende Saison auf jeden Fall. Mal gucken, wer da den Sprung in die Regionalliga vielleicht schafft. Damit sind wir durch mit den Fußballkreisen. Aaron, zum Ende eine Runde kickern. Hast du schon gesagt, hast du schon trainiert? Ich hab trainiert, gut, ja. Ich überhaupt nicht.
Gelb oder Rot? Was hast du einen Favoriten? Nee, Rot für die Bayern. Rot für die Bayern, okay, dann probier es mal mit dem. Unser Trainer hat auch damit gewonnen. Der hat auch gewonnen, ja. Der war ja relativ flink. Knut als Schiedsrichter. Wie gesagt, erste Tor entscheidet und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Hat wohl das Training nichts gebracht, lief am Wochenende nicht so. Aber darüber. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Kommen. Weiter eine erfolgreiche Saison mit dem LFC, dass es da klappt. Weiter vorne mitspielen. Bestell schöne Grüße an Jeffa, an Kara. Die werden wir auch mal irgendwann mit hier haben, weil ich ihnen schon angedroht. Euch, liebe Fußballfans, weiter eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß und viel Erfolg am Wochenende. Und nicht vergessen, nächsten Montag wieder einschalten, wenn es heißt Abpfiff, der Sportbuzzer-Talk.